Mächtig erhebt sich der Großglockner inmitten der hohen Tauern. Der höchste Berg Österreichs prägt die Menschen in dieser kargen Bergregion. ...2642 Meter Starthöhe. Von hier führt der Weg durch das Leitertal zunächst über die Grenze nach Kärnten und weiter auf die fast gleich hoch gelegene Salmhütte, benannt nach dem Initiator und Geldgeber der ersten Großglocknerbesteigung im Jahr 1800, Franz Xaver von Salm. Bei der ältesten hochalpinen Schutzhütte der Ostalpen machen die Bergsteiger noch einmal Rast, bevor der schwierige Teil der ersten Tagesetappe beginnt. 2644 Meter. Weiter geht's. Von der Salmhütte führt der sogenannte Normalweg, also die Route der Erstbesteiger vor über 200 Jahren, immer weiter ins ewige Eis. Fast 3000 Meter. Am Rand des Gletschers, vor dem Einstieg in den Klettersteig, bilden die Bergführer zwei getrennte Seilschaften. Vor allem verdeckte Gletscherspalten können hier gefährlich werden. Die intensive Sonne bringt die Bergsteiger ins Schwitzen. Ich finde es schon anstrengend eigentlich. Es ist ziemlich heiß. Es hat es total over. Und ja, es zieht sich schon ein bisschen. Aber ja, wenn wir da mal oben sind bei der Schwarten, dann ist das Ziel schon nahe. Von der Salmhütte bis zur Hohenwartscharte müssen über 500 Höhenmeter überwunden werden. Die erste richtige Herausforderung für die Bergsteiger auf ihrem Weg zum Gipfel. ...3183 Meter. Die Hohenwartscharte ist erreicht. Nun steigt die Gruppe weiter über das Hofmannskees zum höchstgelegenen Schutzhaus in den Ostalpen der Erzherzog-Johann-Hütte, auch Adlersruhe genannt. Hier ist die Luft bereits merklich dünner. Die Bergsteiger haben ihr Schritttempo entsprechend verlangsamt. Hallo. Doch schließlich, nach knapp 7 Stunden, ist die Adlersruhe erreicht. ...3454 Meter. Für die Mühen des Aufstiegs werden die Bergsteiger mit einem atemberaubenden Blick über die Ostalpen belohnt. Bis weit nach Italien reicht die Sicht. Nach dem Abendessen ein Schnaps auf die Strapazen des Aufstiegs. Und dann geht's ins Bett. Wenn es morgen auch so gut geht, dann ist das alles gesichert. Die letzte Etappe beginnt sehr früh am Morgen, mit dem Anlegen von Steigeisen. Toni und Hans kontrollieren noch einmal die Ausrüstung. Es ist wichtig, dass die Gruppe den Gipfel erreicht, bevor der Schnee zu weich wird. Die Anspannung ist allen anzumerken. Ja, ehrlich gesagt, ein bisschen fürchten die mich schon, wenn ich da so raufschaue. Es geht ziemlich steil rauf. Erfahrung habe ich eigentlich überhaupt keine. Mit Steigeisen bin ich noch nie gegangen, aber die Bergführer sagen, dass das zu schaffen ist. Von der Kondition her müsste es gehen. Ja, man muss auch versuchen, dass man nicht so schnell losgeht, dass man nicht gleich von 0 auf 100 da auf startet, sondern schön gemütlich, die Leute ein bisschen beruhigen auch natürlich. Es ist ein bisschen nervös. Man schaut da den ganzen Tag schon auf den Spitz und der eine oder andere hat ein bisschen ein Kribbeln ein in der Magengegend. Und das muss man einfach versuchen, ein bisschen abzubauen mit ruhigen Worten und ein bisschen Spaß oft auch nicht. Das ist halt unsere Taktik.
Etwa eine Stunde lang geht es über das Glocknerleitl, einen kleinen Gletscher, und dann weiter steil bergauf auf den Kleinglockner. Toni geht voraus, um seine Gruppe zu sichern, dicht gefolgt von der zweiten Seilschaft, die von Hans geführt wird. Jeder Schritt muss gut überlegt sein. Ein Fehltritt könnte fatale Folgen haben. Oi. Meter. Vom Kleinglockner aus führt der schmale Glocknergrat auf den Großglockner und weiter auf den Gipfel. Es ist eine Stelle, die schon vielen Bergsteigern zum Verhängnis wurde. Wer hier ungesichert ausrutscht, stürzt über 800 Meter in die Tiefe. Dann geht es noch einmal steil bergauf über Fels und Eis. Doch die beiden Seilschaften meistern auch die letzte Etappe und erreichen schließlich knapp hintereinander den Gipfel des Königs der Tauern. Ziel erreicht auf 3798 Metern. Oh. Okay. Hallo. Sag rein. Danke, dass du drauf. Dankeschön. Michi, Tag heil. Gut, hast du das gemacht. Danke. Bravo. Tag heil. Tag heil. Super, hey, Wahnsinn. Gewaltig. Tag heil. Super. Sonja. Tag heil, danke. Das raufspringen. Super gemacht, Wahnsinn.